Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einer weiteren Total Warhammer 2 Turnierrunde. Zwar diesmal nicht von einem Community-Mitglied, aber eigentlich schon, sondern von mir höchstpersönlich. Ich habe hier in Tacos Test Tournament mitgemacht und das ist tatsächlich schon die Runde 2, praktisch die Entscheidung, wer in das große Finale Best of 4 reinkommt. Und in dieser Runde spiele ich gegen einen Spieler namens Gobbo Slayer und er hat hier eine Zwergenarmee mitgebracht. Ich muss zugeben, in letzter Zeit sieht man Zwerge ganz schön oft. Da haben sich einige interessante Armeen herausgebildet, auf die ich noch eingehen möchte. Meine Armee sind die Echsenmenschen, aber wir sehen uns erstmal an, was der Gobbo Slayer hier mitgebracht hat. Er hat sich hier in einer taktischen Boxformation hingestellt mit Eisenbrechern, Langbärten, Zwergenkriegern, Kriegern des Drachenfeuerpasses, Zwergenkriegern, Langbärten, Zwergenkriegern, zweimal Eisendrachen mit Trollhammerharpun, einmal Drachenrückenslayer, einmal eine Kanone und ein günstiger Fürst. Das heißt, alles extrem günstig, alles sehr relativ hohe Nahkampfabwehr, vor allem Norgrims Eisenbrecher mit 82 um alles in der Welt. Und was noch fieser ist bei dieser Armee, ist dieser Fürst hier. Er hat die Fähigkeit Plattenrüstung aus Sternmetall. Der, und seht ihr, wie er sie aufgestellt hat, dass fast die ganze Armee von diesem Buff profitiert. Gegner in Reichweite um diesen Fürsten haben -9 Nahkampfangriff und das bedeutet, diese Zwerge hier in dieser taktischen Zwergenbox werden so gut wie gar nicht von irgendwas getroffen mit ihrer hohen Nahkampfabwehr. Harte Sache, aber nach den Regeln her erlaubt und immerhin dann eine Kanone. Deswegen zählt er irgendwie als Angreifer. Ja, Zwerge, ich teile langsam aber sicher Legatus Zwergenabneigung. Nun, meine Echsenmenschenarmee besteht aus einem Regiment hier im Hintergrund, Schlitzer-Daktyl-Reiter. Die machen panzerbrechende Angriffe, haben Bonus gegen Infanterie, an sich gar keine schlechte Einheit, auch ziemlich hoher Nahkampfangriff und sind dazu da, wichtige gegnerische Fernkämpfer auszuschalten und verstecken sich dort im Hintergrund, hinter der Klippe gerade nicht zu sehen. Hier im Wald sollen von der Seite wilde Kampfechsen meinen Gegner stören, also jedenfalls wenn er sich normal aufgestört hätte er gestellt mit in dieser seiner Boxformation. Kommt nicht wirklich was rein, denn flankieren ist nicht möglich. Außerdem sind zwei Regimenter Skinkplänkler dabei. Die sind eigentlich da, um irgendwelches Fernkampffeuer abzufangen und vielleicht ein bisschen Slayer zu beschädigen, aber die sind eigentlich nur zur Ablenkung da. Gegen die Zwerge oder gegen Gyrokopter, damit die wenigstens was zu denken haben. Ansonsten besteht die Armee relativ klassisch, denke ich, gegen Zwerge aus einer ganzen Menge Rotkamp-Skinks. Die panzerbrechenden Schaden machen uns 20, das ist also gar nicht mal übel. Nahkampfangriff 35, auch nicht schlecht. Für, glaube ich, 600 Gold kosten die. Aber wenn man das vergleicht hier gegen Eisenbrecher mit 68 Nahkampfabwehr, ist es nicht unbedingt eine optimale Situation, um hier durchzukommen. Es sind außerdem noch zwei Regimente Skinker Horden dabei, weil man nur maximal 5 Rotkampfskinks mitnehmen kann. Ich dachte mir, hey, ein paar Speere gegen Slayer oder so kann ich schaden und ein bisschen mehr Chaff, um den Gegner zu ärgern. Hier im Hintergrund, hinter dem Hügel, noch versteckt, zweimal Kroxigoe, auch die Bonus gegen Infanterie und den brauchen sie auch. 20, denn ihr normaler Nahkampfangriff von 26 ist erbärmlich schlecht, damit kommen sie wenigstens auf 46 und das ist halbwegs in Ordnung. Dann haben wir noch den General Lord Mazdamundi. Ich nehme ihn mit wegen unter anderem der harmonischen Konvergenz zum Nahkampfbuffen, wegen seiner eigenen Heilung, Schild der Alten und Verbannung sowie der Zerstörung der Städte, um die gegnerische Zwergenformation, wenn sie denn eng sein sollte, zu bestrafen. Er hat außerdem erhöhte Nahkampfabwehr dabei für Verbündete. Und ganz vorne läuft noch ein wildes Bastillodon durch die Gegend. Und dieses wilde Bastillodon hat eigentlich nur die Aufgabe, den Gegner abzulenken und ein bisschen vor der Kanone links und rechts den Kanonenschüssen auszuweichen. Das habe ich versucht zum Teil, aber ich muss sagen, eine so extrem defensive Zwergenarmee habe ich nicht erwartet. Ich habe es ein bisschen hin und her bewegt. Ich meine, der Schuss ging auch daneben. Ich wollte eben auf jeden Fall verhindern, dass er auf Mazdamundi und meine Kroxigore im Hintergrund schießt und ich hätte ehrlich gesagt ein bisschen mehr darauf achten sollen. War nicht meine beste Aktion, die ich in meinem ganzen Leben je gemacht habe. Hier im Vordergrund sind die Skinks bereits am Rumspucken mit ihren wunderschönen Spuck.
Rohren. Ja, und ich muss sagen, eigentlich ist es gar nicht schlecht. Die Kanone hat schon überraschend viel Munition verbraucht. Und das Bastillodon, naja, hat jetzt nicht unbedingt extrem gedodged, aber es wird nicht sonderlich gut getroffen. Und wenn die Kanone nachher doch keine Munition mehr hat, wäre es auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt fängt es wieder an, ein bisschen durch die Gegend zu laufen, um den Kanonenschüssen aufzuweichen. Aber letzten Endes sorge ich nur dafür, dass ich ein bisschen Zeit habe, bis sich die Skinks im Schutz des Waldes hier auf der Flanke der Zwerge positionieren können, um anschließend aus dem Wald herauszubrechen, was genau auch jetzt passiert. Ich hätte vielleicht noch die legendären Rotkampfskinks mitbringen sollen, weil die noch etwas bessere Waffenwerte, Nahkampfangriff und Abwehrwerte haben, aber boah, irgendwie ist es vom Geld her so besser aufgegangen. Unser Gegner schießt noch mit seinen Trollhammer-Harpunen hier auf diese Skink-Plänkler. Ehrlich gesagt war ich auch darüber ganz glücklich, denn Skinks sind richtig, richtig günstig und ja, so viel Munition haben es die Eisendrachen mit Trollhammer-Harpune auch nicht. Wie viel Schuss haben sie? 18? Ehrlich gesagt, wenn ich mir das so recht überlege, hätte ich ihn noch viel länger kiten sollen hier mit meinen Skinkplänklern und dem Bastillodon, bis er seine Munition schön aufgebraucht hätte. Habe ich leider nicht gemacht und bin eben jetzt schon deutlich früher vorgestürmt. Meine Skinkplänkler, Skinkhorde mit Wurfsperren werfen ihre Pfeile auf die gegnerischen Zwerge. Auch nicht unbedingt die beste Entscheidung. Ich hätte es vielleicht zurückhalten sollen, um darauf zu warten, dass ich eine Chance habe, die gegnerischen Slayer abzuschießen. Im Nachhinein hätte ich das auf jeden Fall besser gemacht, aber da merkt man, dass ich nicht mehr so der regelmäßigste aller Turnierspieler bin, sonst wäre mir dieser Fehler bestimmt nicht passiert. Nichtsdestotrotz, Krieger des Drachenfeuerpasses und hier nebenbei die Langbärte sind gar nicht mal so schlecht beschädigt worden. Und wir sehen die erste Verbannung hier in die Zwergenlinie und meine Schlitzer-Dactyl-Reiter kommen rein und greifen die Trollhammer-Harpunen an, sowie die Zerstörung der Städte. Die Zerstörung der Städte leider nicht sehr effektiv, aber die Verbannung, die haut gut rein, hat die Langbärte hier fast vollständig zerstört. Und auf der anderen Seite kommen derweil meine Rotkampfskins hier in den Angriff, um diese Langbärte kaputt zu machen. Vorne durch das Bastillodon, das Wilde. Ehrlich gesagt nicht unbedingt das Beste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe hier, was diese Aktion angeht. Aber ich war gar nicht mal so unglücklich damit, wie das jetzt gerade gelaufen ist. Ihr seht hier vorne die Langbärte schon beschädigt. Krieger des Drachenfeuerpasses bereits gebrochen und auf der rechten Flanke ebenfalls ein Regiment Zwergenkrieger kaputt. Aber jetzt geht's an den langen Kampf. Wir sehen vor allem hier, beziehungsweise ich kann es einfach normal weiterlaufen lassen. Rotkampf ging es nur bei 17 Nahkampf an. Angriff aufgrund des Debuffs, das der Fürst um sich herum gibt, und dadurch, dass er seine Armee so eng aufgestellt hat, war es mir noch nicht so richtig möglich, meine ganze Länge hier aufzubauen, meinen Angriffbonus zu nutzen. Gut, zugegebenermaßen hätte ich mich auch ein bisschen weiter um ihn rumstellen sollen, um meinen gesamten Angriffsbonus zu nutzen. Habe ich nicht gemacht, ich gebe zu, da sind einige Dinge drin gewesen, die ich hätte noch optimieren können. Nichtsdestotrotz, sie leiden die Zwerge bereits, selbst die Eisenbrecher hier vorne haben schon einiges an Schaden erlitten, aber meine Linie sieht ebenfalls schlecht aus. Die Kroxigoroi kommen jetzt immer wieder rein und raus aus dem Nahkampf, um den Zwergen eins auszuwischen und beißen sie auch gelegentlich mal tot, machen auch ab und zu mal so eine Krokodilrolle, glaube ich. Und Monster Mundi hier gerade bei 41 Kills, Freud des Lebens, darf auch ein bisschen hin und her durch die Zwerge laufen. Slayer versuchen ihm also hinterher zu kommen. Schaffen sie nur so halbwegs, aber letzten Endes, wenn Monster Mundi ganz alleine übrig bleibt, dann kann auch er nichts mehr tun. Vor allem das Fiese ist, ich bin gar nicht so richtig an seine Trollhammer-Harpunen Eisendrachen rangekommen. Die stehen hier immer so in der Mitte ein bisschen drin und schießen auch immer mal wieder, und die Slayer schützen sie auch. Kanone ist irgendwie auch so halbwegs aktiv, halb nicht. Ich meine, in diesem riesigen Chaos ist das ehrlich gesagt schwer zu erkennen. Er hat auf jeden Fall alles hier in diese Richtung nach vorne geworfen, um seine Trollhammer zu verteidigen, während ich mit meinen wilden Kampfechsen hier ein bisschen durch die Seite gekommen bin. Aber seine Formation ist eben so klein, und wir sehen, die nächste Verbannung, die hier reinkommt, trifft leider auch meine Kroxigore, aber es sind so wenige Modelle, dass es nicht so schlimm ist. Und die nächste Zerstörung der Städte, mal sehen, ob die Schaden macht. 2, 3, gar nicht übel. War okay dafür, dass sie 200 Gold gekostet hat, hat sie, glaube ich, genug Schaden gemacht. Masumuni jetzt bei fast 100 Kills, war in Ordnung, aber ehrlich gesagt sah ich meine Fälle und meine Echsenmenschen gerade einfach wegschwimmen. Ihr seht die Zwergenkrieger noch zum großen Teil unbeeindruckt von diesem gigantischen Ansturm aus wilden Echsenkriegern und Krokodilen mit zwei Handwaffen. Ja, und meine Armen
Skinks fliehen ein nach dem anderen und zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, oh crap, das kann ich vermutlich gar nicht mehr gewinnen, aber ich wollte nicht aufgeben und habe einfach immer weiter gekämpft, wohl wissen, dass wenigstens dies auch die Zwerge keinen so großen und so heftigen Schaden machen können. Und immerhin hatte ich noch meinen Entsetzen verursachenden Master Mundi, der durchaus in der Lage sein würde, einige der Zwergenregimente auszuschalten, während ich die ganze Zeit von Trollhammern kaputt gemacht haben wird. Deswegen kommt er jetzt da rein, versucht nochmal ein paar Trollhammer-Harpunenträger auszuschalten, aber sind eben zwei Regimenter da. Und wegen dem ganzen Kram, wegen den ganzen Zwergen, die hier rumstehen, Langbärte und Eisendrachen und ordentliches Eisenbrecher und lauter Mist, ist es irgendwie mir mittlerweile nicht mehr möglich, diese Trollhammer regelmäßig und ununterbrochen im Nahkampf zu halten, sodass sie nicht schießen können. Immer mal wieder harmonische Konvergenz hier auf die Rotkampfskings. Dadurch kriegen sie angenehme 43 Nahkampfangriff und sind schon relativ stark. Trotz des Debuffs, wie ihr seht, hier Trollhammer werden immer rausgezogen. Ich versuche ihnen immer hinterher zu springen, dort wo sie gerade sind. Und jetzt kommen endlich auch wieder Skinks, mittlerweile auch Skinkplänkler hier dabei, darin die Trollhammer anzugreifen. Aber er zieht sie direkt in seine Frontlinie zurück, damit er wieder schießen kann. Ihr seht, einige der Skinks, einige der Kroxigore haben sich wieder gesammelt für einen nächsten Angriff in die Zwerge. Und langsam aber sicher prügeln auch die Kroxigore immer mal wieder so einen Zwerg weg. Ich ziehe sie auch immer mal wieder aus dem Nahkampf raus, damit sie den nächsten Ansturm haben. Das bringt gegen die Neugnimmis Eisenbrecher nur teilweise was, weil sie Ansturm abwehren gegen alles haben. Aber ich glaube, wenn die Einheit bereits im Nahkampf gebunden ist, dann ist es, glaube ich, dann haben sie, glaube ich, diesen Ansturmabwehrbonus gar nicht mehr. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher. Kanone ist auf jeden Fall auch immer wieder besetzt worden. Die Zwerge fliehen halt nie und deswegen eignet sich so eine Defensivformation besonders. Es ist eine ganz frische Skin-Kohorte mit Wurfspeer, ist gerade in den Kampf gekommen. Die hat nämlich vorher irgendeine Zwergeneinheit aus dem Kampf heraus begleitet und ist deswegen jetzt ganz frisch hier und deswegen noch viele Modelle da und überrennt gerade dieses Regiment Langbärte, was natürlich extrem nützlich ist, denn Monster Mundi ist jeden Moment tot und wir brauchen unbedingt viele Einheiten, sehr viele Einheiten, um diese Trollhammer auszuschalten. Ihr seht, alles wankt von den Echsenmenschen. Und gut, und die Zwerge werden langsam aber sicher niedergerungen. Monster Mundi mittlerweile 152 Kills, alles gar nicht mal so schlecht, noch 2000 Lebenspunkte. Ich heile ihn ununterbrochen mit der Apotheose, ansonsten wäre er schon lange tot, nehme ich an. Wie viel hat er mittlerweile regeneriert? Knapp 2500 Lebenspunkte, das ist schon ganz ordentlich. Und ehrlich gesagt ist wirklich die größte Gefahr hier in dieser Schlacht der Eisendrachen. Die sind die Eisendrachen, nur die machen so richtig Schaden. Monster Mundi geht wieder ein bisschen raus. Geht raus, damit er reinkommen kann. Wir sehen den nächsten Angriff der Kroxigore. Momentan sind sie bei 28 Kills. Mal sehen, wie viel sie nach dem nächsten Angriff haben werden. Oh, diese Zwerge. Also muss schon sagen, also richtig viel Taktik ist da nicht dabei, die Zwerge so zu spielen. Na, wenigstens vier von den Eisenbrechern haben sie erledigt. Und ich glaube, mehr hat dann nicht mehr gereicht. Und sie halten immer noch ihre Stellung mit relativ guter Moral. Die Kanonen kriege ich irgendwie leider nicht kaputt. Monster Mundi läuft hier hinten zusammen mit Kroxigore und einem Regiment Eisendrachen mit Trollhammer, Harpune hinterher, damit sie sich nicht sammeln. Wie gesagt, sie sind die größte Gefahr, die wir hier im Kampf mit den Echsenmenschen gegen die Zwerge hier haben. Und ich dachte mir, hey, Moment, wenn die Zwerge jetzt gerade auf der Flucht sind, wie wäre es, wenn ich mich vielleicht gerade ein bisschen sammle, während wir die letzten vier Eisendrachen mit Trollhammer Harpune bekämpfen. Deswegen zieht sich die ganze Armee gerade aus dem Nahkampf zurück. Wir laufen den Eisendrachen mit Trollhammer Harpune hinterher. Und seht euch diese Moral an, dieser Neugemis Eisenbrecher bei 37, 45. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Auch Drachenrücken-Slayer natürlich unbrechbar. Und so im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich vielleicht es irgendwie hinbekommen, mit meinem Monster Mundi den Fürst hier aus dem Nahkampfgebälk rauszuschubsen mit meiner monströsen Einheit. Das wäre irgendwie cool gewesen. Ich denke, dann werden die Zwerge deutlich schneller auseinandergebrochen. Aber ich habe nicht dran gedacht in dem Moment. Ehrlich gesagt habe ich diese Fähigkeit auch gar nicht so richtig im Kopf gehabt, dass das möglich ist, dass diese Fähigkeit gibt, weil
Man sieht den Fürst, oder ich habe ihn jedenfalls früher relativ selten gesehen hier. Fataler Lapsus meines Micromanagements. Meine Rotkampfskings wurden kurz von den langsamen Eisenbärten eingefangen. Das war schon ziemlich schlecht. Muss ich sagen, war nicht mein bestes Spiel. Hier ist allerdings der Eisendrachen mit Trollhammerpune. Nur noch einer da mit 26 Lebenspunkten und Führerschaft von 11, beziehungsweise jetzt 0. Das heißt, er würde wieder zurückkommen und anfangen auf meine Croxies und meine Monster Mundis und meine Stegadons und, oder ist das ein Stegadon? Ich glaube, es ist ein Stegadon, zu schießen, und die laufen jetzt halt alle dem armen Monster Mundi hinterher. Der ist auch noch verlangsamt durch die Fähigkeit der Slayer. Vermutlich, wenn ihn jedenfalls. Wenn er jetzt gerade ist, er nicht verlangsamt. Aber sie würden ihn verlangsamen, wenn sie ihn treffen. Also, während wir also damit beschäftigt sind, hier den Trollhammer zu erledigen, der ist jetzt tot, hat sich noch eine andere Zwergeneinheit gesammelt, die ist vorher meinen Rotkampf-Dings hinterhergelaufen. Erledigen wir jetzt, um auf den Rest der Zwerge loszulaufen. Aber tatsächlich sieht das Spiel die Zwerge momentan im Vorteil, was vermutlich daran liegt, dass meine Einheiten alle fast tot sind. Und er hat immer noch Eisenbrecher und einen gesunden Fürsten mit 3100 Lebenspunkten. Ich habe 2200, vielleicht noch eine Apotheose. Und mit den Skinplankern wollte ich gerade mal ein bisschen die Slayer angreifen, denn die haben ja wenig Panzerung und nehmen auch durch solche günstigen Einheiten wie die Skinplankler relativ. Was ist das hier für ein Loch? Oh ey. Ich wünschte, der Zwergenfürst hier wäre reingefallen und nicht mehr rausgekommen. Und die letzte Runde steht an. Die Zwerge sind in Defensivformation. Norglimmings Eisenbrecher immer noch mit 82 Nahkampfabwehr und 125 Rüstung. Die einzigen Regimente, die denen halbwegs gefährlich werden, sind Monster Mundi und vielleicht noch ein bisschen die Kroxigore. Und der letzte Angriff beginnt. Wer kommt zuerst? Zuerst kommen die Skinks von hinten. Genau in dem Moment ist mir aufgefallen, dass ich echt den Fürst hätte irgendwie von diesem zentralen Bereich hätte rausjagen sollen. Kroxigore hinterher und Monster Mundi läuft auch noch rein und freut sich, dass er am Leben ist. Zwerge bekommen ihre Halt, die Stellung Buffs. Meine Einheiten bekommen das Schild der Alten, was auch einen Führerschaften-Buff gibt. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, vor allem, wo ich sehe, der Zwergenfürst war wirklich relativ weit weg. Ich hätte meine Echsen hinziehen sollen, um ihn aus dem Nahkampf zu entfernen. Und dachte eigentlich, wir kriegen's, wir schaffen's, wir machen die Zwerge kaputt. Ja, und dann fangen auf einmal alle an zu fliehen. Die Kampfechsen fliehen, die Kroxigore fliehen, die Rotkremskings fliehen. Ja, und es ist irgendwie nicht mehr sehr viel übrig. Und ihr wisst, das Total War Warhammer Cup Regelset verbietet Cycle Charging, also mit einer Einzelmodelleinheit aus dem Nahkampf sich zu entfernen, wenn keine anderen Einheiten auf dem Spielfeld sind. Ja, und es war echt knapp. Eisenbrecher, 800 Lebenspunkte, fast keine Lebensenergie mehr, fast auf der Flucht. Aber es hat dann doch nicht gereicht. Meine Skins flüchten. Skinkplänkler lassen sich davon zu sehr aus der Ruhe bringen von der fliehenden Skinkkohorte. Und alles ist weg und Monster Mundi bleibt jetzt alleine im Nahkampf. Gegen einen Fürsten und Nordglimmings Eisenbrecher. 197 Kills hat er mittlerweile. Und immerhin hat er versucht ein paar... er hat keine Kills gemacht. Doch ein Eisenbrecher hat er vermutlich erledigt. Und der letzte komische Slayer kämpft noch mit einem einzigen Lebenspunkt. 2231 Lebenspunkte bei Monster Mundi. Würde er es schaffen? Ich konnte ihn ja nicht aus dem Nahkampf rausbringen. Jetzt dreht er denen auch noch den Hintern zu. Er verfluchte Mistkerl. Ich weiß nicht, wo er hingeht. Er dreht ihnen auf jeden Fall den Hintern zu. Und damit er mit seinem Schwanz zuhauen kann, was ich irgendwie recht verrückt finde. Ich wollte, dass er eigentlich umdreht, aber es ging nicht. Und er verliert unglaublich viel Lebensenergie. Aber was jetzt passiert ist, ist, dass hier im Hintergrund sich meine Skinks gesammelt haben. Und das habe ich gesehen und dachte mir, hey Moment, jetzt ist Monster Mundi nicht mehr die letzte Einheit auf dem Spielfeld. Und ich habe mich taktisch zu meinen Skinks hingezogen, um einen weiteren Angriff vorzubereiten. Auf diese Camper-Zwerge. Verdammte Camper-Zwerge. Weil Lord Monster Mundi, ihr habt gesehen, wie schnell der 1000 Lebenspunkte verloren hat. Das hätte er auf jeden Fall nicht durchgehalten. Und die Skinks, aber die Skinks haben sowieso nicht mehr viel Lebensenergie. Die Skinks kommen. Um die Eisenbrecher abzulenken. Eisenbrecher werden sich vermutlich hinstellen um den... Nein, sie machen einen Gegenangriff. Monster Mundi kommt von der Seite und räumt diese ganzen Eisenbrecher ab. Und ist wenigstens darüber glücklich. Und es gibt eine weitere Apotheose. Monster Mundi mittlerweile bei
4000 regenerierten Lebenspunkten. Das muss man auch erstmal hinkriegen mit dem Zauberspruch Apotheose. So viel hat er nicht. Und der Slayer ist endlich tot. Die Neuglings Eisenbrecher sind auf der Flucht. Und alles, was übrig ist, ist der verfluchte Zwergenfürst Matsumundi mit 1500 Lebenspunkten. Aber wir haben Glück gehabt. Und den Fürsten mit einigen Treffern, einigen Schlägen tatsächlich getroffen und damit besiegt. Und im Anschluss an dieses Spiel gab es von dem Gobbo Slayer hier in diesem Video Kritik, dass mein Rückzug aus dem Nahkampf mit Matsumundi ein Regelbruch wäre. Und dann gab es eine ewige Diskussion. Dann wurde der Taco, der das Turnier organisiert hat, angeschrieben und das Replay geschickt. Der hat dann wiederum mit Aerocrustic und irgendwelchen anderen Leuten in den angloamerikanischen Discord-Räumen darüber diskutiert, ob das jetzt ein Regelbruch war oder nicht. Und auf jeden Fall kann man raus, ja, es ist okay, ist kein Regelbruch, weil ich habe nicht versucht zu Cycle-Chargen mit meinem Matsumundi. Und dachte, yeah, ich habe gewonnen, bin super gut, toll. Ja, und dann kam am nächsten Tag die Nachricht, ja, es ist doch irgendwie scheiße. Wir denken, es ist doch ein Regelbruch. Weil, wenn jetzt irgendjemand eine Einheit auf die andere Seite der Karte stellt und damit auf den Gegner zuläuft, dann könnte das ja abused werden, also missbraucht werden. Also nicht so aber missbraucht wie so eine komische, cheesige Zwergenarmee. Nee. Also, so richtig fies missbraucht werden hier. Nun ja, also habe ich mich dann bereit erklärt, das Spiel nochmal zu wiederholen. Aber das wäre erst, nachdem auch die anderen Spiele gegen den Gobbo Slayer stattgefunden haben. Und die werdet ihr natürlich auch auf diesem Kanal sehen. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Exploding Hamster mal wieder live. Er ist zwar nicht in allerbester Form, weil er meistens damit beschäftigt ist, eure Turnierspiele zu kommentieren und Kampagne zu spielen, aber ab und zu komme ich auch aus meinem Hamsterbau gekrochen und spiele mal wieder irgendwo mit. Dann, GG an Gobbo Slayer. Ich meine, immerhin war es auf jeden Fall eine starke Zwergenarmee, das muss man schon sagen, auch wenn es nicht wirklich viel Micromanagement erfordert hat. Wahrscheinlich für, ja. Dann bis zum nächsten Mal.